Yeah, Leute, willkommen zurück zu Majora's Mask. Der letzte Part war sehr geil. Ich sag immer Mask, ne, wo man ja eigentlich Mask sagen sollte. Ja, tut mir leid, Leute, warte mal, ist der Sound überhaupt laut genug? Oh, scheiße! Ah, Wasser ist ja nicht mehr giftig. Schön, okay, ich schwimme mal schnell zurück. Geht eigentlich noch der Trick hier? Nee. Früher mit einer Rune of Time konnte man natürlich ganz schnelles Drücken von B extrem schnell schwimmen. Jetzt geht das nicht mehr. Naja, hat Link verlernt. So, wo waren wir? Ja, Dämmerwald, alles klar. Jetzt muss bloß noch die hochgeborene Prinzessin zurück zu ihrem Palast und der olle Affe muss von seiner Unschuld überzeugt werden. Wir müssen dem König von der Unschuld überzeugen, ihr wisst schon. So, okay. Oh, wie schön das hier wieder aussieht, das klares Wasser, ey. Juhu! Oh, na toll. Spring! Oh, Mensch. Link, du Sack! Seerosenblätter gehen unter. Na, Mann! Ach, Mann, ey, so eine Scheiße. Egal, Link. Link, wir schaffen das. Schwimm einfach. Schwimmen. Dann müssen wir uns zwar jetzt schon mal zum Deku-Stöpsel machen, damit wir reingelassen werden. Und dann wird das schöne Familien-Twist-Gespräch bestimmt sehr lustig ablaufen. So. Hoffentlich geht's dem Äffchen noch gut. Ich weiß nicht, was der Deku ihm antut. Hey, geh zum Mann. Der Affe wird bestraft, Mann. Voll geil, Mann. Blut wird spritzen. Yeah. Haben Dekus eigentlich sowas wie Blut? Oder haben die eher so Harz, wa? Ich denke mal, die, wenn man die aufschneidet, tropft Harz raus. Richtig eklig. Oh mein Gott, der Affe! Was macht ihr denn mit dem? Ah, heißt, bitte aufhören! Sie behaupten, ich sei der Übeltäter, aber egal, wie oft sie es sagen, das bringt die Prinzessin auch nicht mehr zurück. Oh. Alter, voll in dem heißen, kochenden Wasser. Oh mein Gott. Warum fandest du das auch los, Marcel? Okay, okay. Die Dekus freuen sich hier voll, wie sie den Typen hier meucheln. Beeilung, öffne die Flasche und lass mich raus. Direkt von meinem Vater. Der Butler voll. Butler, was sagst du eigentlich zu der ganzen Misere hier? Hallo. Ich habe ganz anständige Manieren. Es ist furchtbar traurig, aber der König lässt sich durch nichts beruhigen. Unsere Sümpfe sind vergiftet. Ist dies das Ende des Deku-Reichs? Oh, ihr Götter, steht uns bei. Guck ihn dir an. Oh, lalala. Oh Mann, die sind ja alle verrückt. Leute, ist doch alles wieder gut. Hier, die Prinzessin ist auch wieder da. Die Prinzessin, Mann. Der Deku-König. Schwing, schwing, schwing. Los, Prinzessin. Sprich ein Machtwort. Und jetzt ganz realistisch. Schwupp. Voll realistisch. Meine Tochter, meine geliebte Tochter, geht es dir auch gut. Ich war so in Sorge. Du dummer Scheiß-Typ, Mann! Trap! Falsch! Schwudum, sieht ein bisschen nach Inzest aus, aber nein, sie ist nur sauer. Was macht ihr hier, Mann? Lass den Affen auf der Stelle frei! Scheiße! Der Deku-Butler, hat der denn da gemacht? So. Oh Gott sei Dank. Na, kleiner Homo Erectus. Oh, Herr Affe, es tut mir über alle Maßen leid, aber mein Vater neigt ständig zu solch vorschnellen Entscheidungen. Ich glaube, es liegt an dem Alkohol. Ah, das verstehe ich schon, Prinzessin. Vergeben und vergessen. Aber was ist mit dem Tempel? Tja, dank Sir Marcel ging alles noch einmal gut. Oh, man nennt dich also Marcel. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Whatever. Kein Problem, Mann. Ist mein Job. Als Zeichen unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausganges. Okay. Dankeschön. Ah, schön, dass es einem wieder gut geht. Deku König, nicht immer gleich so ausrasten. Es ist ein Fehler von mir, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Das ist mir nun endgültig klar geworden. Merkwürdiger Reisender, es gibt nicht viel, was ich für dich tun kann. Bitte ruhe dich aus, bevor du wieder gehst. Alles klar, Mann. Ich glaube, unser Butler mag dich wirklich sehr, Sir Marcel. Er hat gesagt, er wartet im Schrein. Niemals werde ich vergessen, was du für uns getan hast. Bitte verzeih mir, wenn ich es vorziehe, nie wieder in dieser engen Flasche zu reisen. Ist doch kein Problem. Da-dam-dam, lass uns gehen. Noch holen wir uns die Belohnung. Ach, das wird schön. So, die Deku-Leute wissen Bescheid. Ich glaube, die regen sich auch gar nicht mehr auf. Vor allem können wir uns jetzt, zumindest gegenüber... Ach, Holz, was nicht schwimmt, schon klar.
gegenüber dem Butler können wir uns jetzt auch als Mensch zeigen. Was ich auch gleich tun werde. Erstmal gehen wir zum Palasteingang hier. Oder ganz komisch, ganz verwinkelte Gasse. Hier wird es aber nicht zu den oberen Gärten gehen. Nein, es geht da noch tiefer hinein. Was wird da sein? Ich frage es mich schon tausendmal. Langsam geht mir die Musik auf die Nerven und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der so denkt. So, okay. Ich mache mich mal gleich wieder zum Menschen und rüste meine Hasenohren aus, weil jetzt wird ein kleines Rennen stattfinden. Ein Rennen. Und da ich gut im Rennen bin mit meinen Hasenohren, ist das so viel einfacher. Stimmt's, Typi? Typi? Man muss mal nah rangehen, ganz nah an seine Kerze ran, bis man mir schon den Puschel verbrennt hier. Knicks. Wunderbar, Marcel, hab Dank für die Rettung unserer geliebten Prinzessin, wa? Als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir Deku etwas für euch vorbereitet, von dem wir glauben, dass es euch nützen wird. Ich werde euch dorthin führen. Aber Vorsicht, es regnet hier im Tempel. Bitte folgt mir. Er hat einen fliegenden Blütenregenschirm, er ist Mary Poppins. Die Kerze, ey, der muss mit der Kerze aber ganz schön aufpassen. Der Kumpel, du bist leicht entflammbar. Nur mal so, falls es dir noch keiner gesagt hat. Ah, wie elegant er hier langschwillt, ey, wie ich hier einfach nur langrenne. So, Beeilung ist eigentlich nicht so wirklich gefragt. Guck mal, wir holen ihn ja schon fast ein. Boah, mitunter kann auch dieses extreme Tempo ein Nachteil für uns sein, weil wir zu weit springen. So. Hoppa! Nein! Das habe ich gemeint. Okay, das war jetzt doof. Da war ich zu schnell. Egal, wir holen ihn auch schnell wieder ein. Wo ist er? Die Dekus hier greifen ja nicht mehr an. Ging es nach rechts? Nein, es war falsche Richtung. Ach, da ist er ja. Da ist er, der Typi. Ich trottel! Scheiße! Boah, ey, ich bin wirklich verdammt schnell mit denen. Och. Sorry, Leute, sorry. Okay, jetzt mal ein bisschen sinnig hier rumrennen. Hallo. Ab hier ist der Weg der Dunkelheit gehüllt. Auch führt er manchmal in die Irre. Bitte folgt mir und verliert mich nicht aus den Augen. Ja, ja, ich schon verstanden. Ich war einen Moment abgelenkt von deinem Bart. Und deinen komischen Rasterlockenstöpseln da. Egal. So, Dekus, Dekus. Ob man den überhaupt mal überholen kann? Na, nicht falsche Richtung. Njau, njau, njau. So, 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 so. Ganz vorsichtig hier lang. Vorsichtig. Okay, okay, okay. Der Deku. So, hier weiter noch einfach rüber zu springen. Nicht zu weit. So. Okay, okay. Folgen wir ihm. Ich sollte vielleicht erstmal mal öfter mal die Kamera neu justieren. Wie hier zum Beispiel. Mann! Oh, das ist voll schwer. Aber ist auch nicht schlimm. Das ist ja jetzt noch kein Hals- und Beinbruch. Obwohl ihr immer schon Türen auf und zu gehen hört. Naja, eher zu. Ja, und das ist der einzige Punkt, wo wir uns wirklich beeilen sollten. Weil die gehen nach und nach hinter uns zu. Und wenn mal eine vor uns zugeht, haben wir verloren. So, hoi. Hier dreht sich die Kamera schön von alleine mit. Hoi. Hoppa. Nicht im Weg stehen, Deko-Kumpel. So. Njau. Das war noch nicht alles. Njau. Und schon sind wir wieder gut aufgeholt. So, und die Türen gehen hier alle nacheinander zu. Ist mir scheißegal. Ach ja, das war jetzt hier auch so blöd. Das war jetzt hier richtig doof. Einfach mal dem Deko folgen. So geht's am einfachsten. Anstatt hier immer die euren Plattformen zu benutzen oder hier ganz komisch rumzuspringen. So, das war's schon. Ganz schnell. Das habe ich früher auch immer anders gemacht, war aber nicht so effektiv wie das eben. So, wo ist er denn? Ja, bleib stehen. Alter, ist das verwirrend, ey. Auch für mich jetzt hier. Die ganz schnelle Kamerafahrt und sowas alles. Sorry, Leute. Oh, jetzt muss ich wirklich genau aufpassen, wie ich ihm folge. So. Weil ihr seht schon, warum bauen die Dekos sich hier selber so eine Feuerfallen? Die würden sterben. Sterben würden sie. So, oh, eine Treppe hier mit Rutschdingern. Ganz tricky gemacht. Und das alles nur für ein kleines Geschenk. Wow! Big Boulder. So, hier lang. Hier lang. Njau, Treppe hoch. Sind wir nicht bald mal da? Hat er lauter Treppen, die in die Irre führen würden. So, wir müssen aber bald mal da sein. Ich gewinne. Ich gewinne. Ach so, jetzt kommt ja der Scheiß noch. Ach ja. Boah, ey, ganz schön viel zu tun hier. So. Hier muss ich aber auch aufpassen, weil hier kann man auch ganz leicht runterfallen. So, er nimmt natürlich den leichten Weg. Und wir müssen hier den schweren Weg nehmen. So, ich glaube, man muss ihm sogar als Mensch hinterherrennen, weil wie soll man denn als kleiner Deko über die ganzen Lücken hier rüberkommen? Ist egal. So. Hinterher. Hinterher. Noch ein bisschen Geld einsammeln. Kleingeld. Und wir haben es geschafft. Hier sind sie alle, die Dekos.
können nicht applaudieren, weil sie keine Hände haben. So. Alles klar? War das cool? Gut gemacht, Marcel. Hier ist die Belohnung, die wir versprochen. Bitte nehmt sie an. Da 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 da, die Maske der Düfte. Diese Maske erhöht dein nasales Feingefühl. Drücke C, dann verstärkt sich deine olfaktorische Wahrnehmung. Sie meinen, ich kann besser riechen. Ich kann besser riechen. So. Wenn ich euch betrachte, muss ich an meinen Sohn denken, der uns vor Jahren verlassen hat. Eben fühlte ich mich, als würde ich wieder mit meinem Sohn um die Wette laufen. Ich fürchte, ich habe euch ein wenig zu hart herausgefordert. Zwar bin ich alt, aber immer noch ein würdiger Gegner. Wie damals, als mein Sohn noch... Bitte vergebt meine Unhöflichkeit. Tschüss, Mann. Ja, ja. Und wir wissen alle, von wem er spricht. Nicht umsonst erinnern wir ihn an seinen Sohn. Wenn wir die Dekomaske aufgehabt hätten, wäre es noch realistischer. Weil der tote Deko am Anfang des Spiels ist sein Sohn. Oh mein Gott. Okay, aber ist egal. Wir sind wieder raus hier und haben hier nichts mehr verloren. Wir können gehen und die traurige Musik auch, yeah. Was ich meine, die traurige Musik im Sumpf hat sich jetzt geändert. Jetzt ist sie die normale Steppenmucke, wenn ich das mal so sagen darf. Als Deko hüpf ich von Blatt zu Blatt und es macht mir sehr Spaß. Und das war zu weit. Oh nein. Och nö. Na klar, gleich wieder von ganz von vorne und ist mir zu blöd. Halt. Ist mir zu blöd, dann schwimme ich doch lieber als Menschlein hinein. Ich schwimme hier im Wasser, geht doch auch viel schneller. So, was habe ich als nächstes vor, Leute? Den Sumpf werden wir noch nicht ganz verlassen. Ich prüfe mal schnell, ob die im Infocenter auch Nachtschichten einlegen, weil ich habe da noch was vor. Jetzt, wo der Sumpf entgiftet ist, kann man ja die Bootstour wieder richtig fortführen. Und deswegen hat die alte Hexe vom Magilan zur alten Schachtel noch ein kleines Spiel für uns. Und da winkt ein Herzteil uns. Und das will ich mir holen, yeah. Denn mit dem Herzteil habe ich mehr Energie und das freut mich doch ungemein. So. Ach, schön. Alles wieder normal. So, wie komme ich jetzt am schnellsten zum Sumpfcenter? Da lang. Ho! Hoffentlich ist der Octorok weg. Der müsste doch eigentlich weg sein, oder? Weil immerhin habe ich hier alles ausgerottet. Das Gift ist weg. Na, spawnt er? Na, nein, ich glaube, er ist weg. Er ist weg. Gut. Also, und dann will ich noch im Infocenter zu dem Bogenschießstand. Erinnert ihr euch? Da habe ich doch geguckt. Aber ohne Bogen war das ja sinnlos. Aber jetzt habe ich ja einen Bogen. So. Ach ja, die Nacht. Immer noch die erste Nacht, ey. Mein Gott, wir haben ja so viel Zeit noch. Okay, das Boot ist zu glitschig. Er kommt da einfach nicht rauf. Ja, muss ich tatsächlich richtig an Land schwimmen. So. So. Okay, und drückt mir die Daumen, Leute, weil sonst muss ich das erst am zweiten Tag machen und da habe ich auch nicht so Lust drauf. Hat überhaupt der Sumpfschießstand in der Nacht offen? Ach, ich muss alles gucken. So. Okay. Hallo, Oma. Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung spendiere ich dir eine Freifahrt. Oh, aber warte mal. Ja, genau wie ich dachte. Es sieht so aus, als wäre der Sumpf entgiftet worden. Warum probierst du nicht was Interessantes aus? Ein Spielchen gefällig. Ich fliege auf meinem Besen herum und du versuchst, das Ziel zu treffen. Klingt das nicht spaßig, Mann? Boah, auf eine alte Frau schießen? Geil. Ja, so soll's sein. Aber lass mich erklären. Du zielst nicht auf mich. Oh. Sondern auf das Ziel. Oh. Treff mich und ich werde richtig sauer. Oh, ist ja langweilig, ey. Naja, gut. Okay. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Da wir es in der Nacht machen, ist jetzt hier kein Sound. Na, ist nicht schlimm. So. Ich schieße einfach die Ziele ab, während die Alte hier rumfliegt, wie sonst was, und versuche sie nicht zu treffen. Na. Oh, Verzeihung. Verzeihung, Alte. Kannst du doch wieder von deiner Rente abbezahlen, oder wie ist das hier? So. Ich weiß nicht, wie oft man treffen muss. Ich glaube, über 20 Mal. Ich schieße einfach wie ein Bekloppter. Ups, oh, voll in den Kopf. Verzeihung. Wie oft darf man die überhaupt treffen, ehe die richtig sauer wird? Und vor allem, wo ist sie jetzt? Ah, da kommt sie. Da kommt sie ja, angeflogen. So, zack. Ja, immer schön langsam vor mir her dümpeln, dann kann ich dich auch ganz genau treffen. Na, nee, nicht getroffen. Nein, nein, komm her. Nein. Ja. 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 Oh, oh. Ich schaff das nicht.
Die Sumpftour ist bald vorbei. Wir sind schon beim Deku-Palast. Oh, oh, oh. Obwohl, doch. Ich kann's auch schaffen. Wenn es denn wirklich 20 Ziele waren. Ich weiß es doch nicht mehr. Oh, verdammt. Und ich darf sie nicht zu oft treffen. Dann wird sie sauer. So. Na klar, voll in die Wand gedrückt. Oh, shit, Mann. Verdammt, ich glaube nur ein Treffer und ich habe verkackt. Okay, ein bisschen vorsichtiger. Über 20 schon mal. Das ist ja schon mal gut. So, 23. Jawolla. Ist doch super. Okay, jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn sie so weit wegfliegt, ist das immer... Oh, shit, das war knapp. Fast hätte ich die Alte voll unter den Rock geschossen. Voll unter das Röckchen. So. So. Yeah, Blindschuss. Oh, verdammt. Komm, ein noch. Ein noch. 30 Punkte. 31 Punkte. 32 Punkte. Na, na, na. Für die 33 hat es dann nicht mehr gereicht. Damn it. Na, da bist du beeindruckt, wa? Nicht übel, wenn man bedenkt, dass du ein kleiner Stöpsel bist und naja, wie versprochen, nimm dies. Oh yeah, sammel 4 Herzteile und wir haben einen neuen Herzcontainer angebrochen. War das nicht spaßig? Solltest du nochmal wieder Lust haben, auf eine alte Oma zu ballern? Dann nur zu. Ja, ich melde mich dann später mal. So, haben wir denn noch Zeit? Ja, ich gehe schon mal zu diesem Sumpfschießstand. Ich glaube, der hat nämlich auch nachts offen. Ui, zack. Und dann geht's ab. Was mache ich dann noch? Was kann man denn in der ersten Nacht so machen? Nicht so allzu viel, glaube ich. Scheiße. Ja, ich könnte allerdings gucken, was ich mache. Ich überlege mal so ganz spontan entscheiden. Ich mache mir ja keinen Plan hier, was ich als nächstes abarbeite. Hauptsache, ich renne nicht sinnlos in der Gegend rum. Und das wird schon nicht passieren. Wir haben ja so bei Ziele. Ist ja schon gleich 2 Uhr morgens. So, hier lang, hier lang. Ja, ein Mystestein. Hallo. So, hier. Scheiß. Ah, Fledermaus und... Ja, 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 komm her. So, zack, down. Eine Nuss. So, wartet mal. Hier ist der Laden. Und der Typ hat hier seine Ersparnisse hier oben in den Büschen versteckt. Oh, yeah. 200 Rubine voll. So. Och, man. Sumpfschießbude. Nur von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Langweiliger Penner. Verdammt. Was mache ich jetzt noch? Okay, der Part ist ja eh ja, so gut wie gelaufen eigentlich. Ja, verdammt. Okay, warte, ich weiß, was ihr macht. Was, wisst ihr, was ich mache? Ich porte mich mal zur Ranch und kaufe mir die Karte. Wenn ich jetzt noch Zeit habe, hier den Part zu beenden. Hier ist doch kein Ding hier. Ist doch hier, ne? Na, na, komm her. Milchstraße. Yeah! Hinfort zu einer anderen Galaxie. Ach halt, wartet mal. Die Milchstraße ist ja unsere eigene Galaxie. Ich Vollhorst. Ah, und die Porterei sieht doch cool aus, oder? Jo, voll geil. Das ist doch eine echt stilvolle Art zu reisen. So, komm her, Topsel. Habe ich ihn gerade Topsel genannt? Ich muss echt wieder aufpassen, dass ich nicht zu schnell spreche. So, Knacksbeine gebrochen. So. Ah, mein Herr? Hallo, Herr Fee. Wollen Sie eine von Tingles Karten kaufen, Mann? Romani Ranch. Hurra! Die da. So, der rote Pfeil zeigt, wo ich bin. Jederzeit bereit. Bah! Idiot. Okay, noch eine. Oh, nano. So, und zwar von der Schädelbucht. So, dann haben wir jetzt schon die Karte für das zweite Gebiet und für das dritte Gebiet. Ja, tschüss, Mann. Wow. So, okay, kann ich mir jetzt gleich die 20 Rubine wiederholen, indem ich hier alle Büsche zerpflücke? Okay, noch die beiden. Jawohl, das hat geklappt. Und hab mir gleich einen Zwacken gegeben. So, Freunde, ich würde sagen, ich nutze die Zeit so gut es geht und mache das mit den Schießbuden dann auch wirklich erst am nächsten Tag. Das heißt, ich mache mich jetzt schon mal so weit auf den Weg ins zweite Areal. Taya würde uns erst darauf hinweisen, wo wir als nächstes hin müssen, wenn wir die Zeit zurückdrehen würden. Aber das habe ich ja nicht nötig und deshalb... Ich weiß ja, wo alles ist. Deshalb erstmal hier ein kleiner Marsch. Kleiner Jogginglauf hier. Ach, der Part ist eh vorbei. Ja, Leute, ich würde sagen, ich beende den Part hier erstmal.
setz mich hier hin und schlafen eine Runde. Und den nächsten Part dann machen wir uns auf in die Berge. Freut euch drauf. Es wird aber ein bisschen eisig, also zieht euch warm an. Oder macht euch einen heißen Kakao beim Zugucken. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.